In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria ist die, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar abgetrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden, denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger entgegneten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du gehst wieder dorthin. Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ihr nicht dort wart, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, Zwilling, zu den anderen Jüngern: Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und auf ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er mit im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum
steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Brüder und Schwestern in Christus, schon wieder ein sehr langes Evangelium, so wie letzte Woche. Wenn es euch tröstet, nächste Woche wird es noch länger, da ist die Passionsgeschichte dran. Aber wir haben hier eine aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums eine schöne Geschichte, wie Jesus seinen Freund Lazarus wieder zum Leben erweckt. Was nützt es mir, dass ich es weiß, Jesus hat sowas getan? Anscheinend ist es so, dass Jesus zum Vater heimgekehrt ist und solche Wunder nicht mehr vollbringt. Ich habe noch keinen gesehen, der tot war und wieder lebendig wurde durch die Kraft Gottes. Also ist es ein schwacher Trost, auf Lazarus zu schauen und sich zu sagen, ja, Gott kann auch einen von den Toten wieder erwecken. Er macht es seit 2000 Jahren nicht so oft. Also mich oder dich wird es höchstwahrscheinlich nicht betreffen. Vielleicht hast du einen lieben Menschen, der von dir gegangen ist. Da wünscht man sich manchmal, die gemeinsame Zeit wäre länger gewesen. Man kann Gott bitten, den Himmel stürmen, der Mensch wird nicht zurückkehren. Also darum kann es nicht gehen, dass uns Jesus vor Augen gestellt wird als einer, der uns alles ermöglicht, alles, was wir uns ausdenken. Wenn man auf Jesus schaut, wie er sich verhält in diesem Evangelium, er macht viele Dinge, die unverständlich sind. Aber zwei sehr wichtige Sachen, die er macht, damit kann man etwas, glaube ich, anfangen. Erstens, es ist die einzige Stelle, glaube ich, in den Evangelien, wo Jesus um einen Menschen weint. Wie er zum Grab gekommen ist oder kommen sollte, wo er wirklich das verinnerlicht hat, mein Freund Lazarus ist gestorben, da weinte er. Das war eine sehr enge Beziehung zwischen den beiden. Wir wissen nicht, wie sie Freundschaft geschlossen hatten, aber anscheinend war es eine große Freundschaft. Das ist das Erste. Und das Zweite, Jesus ist dem Ruf der Schwestern gefolgt. Er wollte sie auch trösten. Er wollte mit ihnen zusammen den Lazarus beweinen, wie es braucht zu seiner Zeit war. Er macht sich auf den Weg. Er wird aktiv. Seine Liebe schenkt er. Er wartet nicht, sondern geht hin. Es war ein bisschen spät, wie wir es von einer der Schwestern hören, die ihm das ein bisschen vorhält. Wärst du hier gewesen, wäre unser Bruder nicht gestorben, aber gut, dass du da bist. Und Jesus ist da an diesem Grab. Und was man da sieht, der Lazarus ist tot. Er ist wirklich tot bis geht nicht mehr. Er riecht schon. Und was dann passiert, ist auch ein bisschen grotesk. Also ich kenne es aus vielen Filmen, das erinnert mich an irgendeinen Zombie, der da raussteht aus dem Grab mit noch mit irgendwelchen Binden um den Kopf. Und ja, so, es ist eine Wirklichkeit, die uns sehr fremd ist. Sowas erlebt keiner von uns. Und das soll so sein. Es geht nicht darum, dass wir daran so leicht teilhaben. Das ist etwas sehr Fremdes. Und Lazarus war tot. Bis geht nicht mehr.
Und Jesus ruft ihn beim Namen, der kommt da raus, auf diese bisschen groteske Art und Weise, aber doch, und er lebt dann. Irgendwann wird er dann sterben, wir wissen nicht wann, aber das ist sicher vorgekommen. Worum geht es hier? Dieses flache Grab, in dem Lazarus gelebt, in das Lazarus gelegt wurde, steht auch für etwas in deinem Leben. Für das, was in dir eines Tages gestorben ist. Es gibt solche Dinge. Frag dich, was früher dein größter Wunsch war, den du nie erfüllen konntest. Das ist nicht immer so einfach, weil wir vergessen im Laufe unseres Lebens sehr viel. Aber meistens, wenn man jung ist, im Teenageralter, hat man so Ideen, was man gerne machen würde, wie man leben würde. Und es geht nicht alles in Erfüllung. In jedem von uns ist so ein Grab, wo etwas wirklich gestorben ist. Wo wir an etwas Freude gehabt hatten und das ist jetzt weg. Und Jesus ist einer, der durch sein bloßes Wort, wenn du ihm begegnest, im Wort, im Sakrament, also wirklich begegnest, wenn du in ihn dein Leben holst, wie Maria und Martha Jesus geholt haben, dann wird er vielleicht nicht deine Träume realisieren. Dafür steht dieser Tod des Lazarus, der ist wirklich tot. Da gibt es kein Zurück, normalerweise. Aber Gott wird dir ermöglichen, diese Freude, die du früher an etwas gehabt hast, was in deinem Leben dann gestorben ist, wieder zu erlangen. Ich lade euch dazu ein, das ist schwierig, aber es ist Fastenzeit. Also ich traue es euch auch zu. Überlegt, wo ist in mir, in meinem Leben so ein flacher Grab, in dem mein Lazarus liegt, der nicht mehr raus kann. Überleg es gut. Es ist nicht so schwierig, das zu finden. Auch wenn es manchmal ein bisschen schmerzhaft ist. Und lade Jesus dazu ein, dass er dir wieder Leben schenkt. Da, wo du vielleicht ein Stück weit gestorben bist. Er kann das machen. Und wie es im Evangelium steht, es geht darum, dass Gott herrlich ist. Es geht um seine Herrlichkeit. Er will, dass du dich an deinem Leben erfreust, trotzdem, dass in dir etwas vielleicht gestorben ist. Er will das wirklich. Deswegen schenkt der Lazarus wieder seinen Schwestern, dass sie an ihm Freude haben. Noch eine Zeit lang, noch ein bisschen. Und er wird es auch in deinem Leben machen, dass er dir die Freude, die du brauchst, damit du dich lebendig fühlst. Es geht nicht nur um ein Gefühl, dass man zufrieden ist und glücklich, sondern dass du dich lebendig fühlst, dass du deiner Berufung entsprichst. Er wird es dir wieder schenken, wenn du ihn darum bittest. Und das ist nicht so schwierig. Du musst es nicht einmal so wirklich glauben, dass Gott dir das schenken kann. Weder Maria noch Martha hoffen, dass Lazarus jetzt von den Toten aufersteht. Sie wissen, Jesus wird etwas machen, sie ahnen es, aber dass Lazarus wieder lebendig wird, sicher nicht. Bitte Jesus darum, dass er dir das Leben in Fülle ermöglicht. In all seinen Facetten, dass die Freude, die er dir schenken kann, in dir wieder Fuß fassen kann, ohne Grenzen. Und du wirst sehen, dass da sich auch Horizonte später eröffnen, die früher vielleicht nicht da waren, wo du geglaubt hast, das ist schon zu Ende gegangen in meinem Leben. Ich lade euch dazu wirklich ein, versucht zu überlegen, was in mir gestorben ist,
und bittet Jesus darum, dass er euch die vielleicht verlorene Freude wieder schenkt, damit ihr Leben in Fülle schon hier habt. Es ist keine schlechte Übung, vielleicht in der Fastenzeit. Man muss sich nicht plagen, aber ein bisschen das Leben neu ausrichten auf Jesus hin ist nie verkehrt. Deswegen die heutige Einladung.